Willkommen bei dem Spiel Night Shift. Das Spiel ist aus dem Jahre 2003 und von Reality Pump, Success Entertainment und Deep Silver. Es ist schon ein bisschen älter, aber ich liebe dieses Spiel. Es ist einfach grandios. Es ist nicht so bekannt, wie es sein könnte, glaube ich. Sollte, hätte, weiß nicht. Es ist einfach eine wunderbare Geschichte und die Grafik ist... 2003. Die Grafik ist trotzdem schön. Die Musik ist so grandios, wie ihr gerade im Hintergrund hört. Es ist einfach wunderbar. Ich klicke mal auf die Kampagne. Wir wurden gerade von dem bösen Zauberer, von dem bösen niedergeschlagen mit einer Pfanne. Das hat man im Video gesehen vorher. Wir sind nämlich der Prinz des Landes. Wir wollen eigentlich was ändern, aber wir wurden jetzt vom bösen Zauberer niedergeschlagen. Und was jetzt passiert? Mal schauen. Nee, wir spielen doch nicht in leicht. Wir spielen nämlich in Mittel direkt. Der lange Weg zum Thron heißt das erste Kapitel, die erste Kampagne oder wie auch immer. Und ich klicke mal auf OK und los. Ladevorgang. Die Rückkehr des Prinzen. Ja? Laden Sie bitte. Ich schneller? Ja, lass du mal. Jetzt laden Sie. Jetzt mach doch einmal jetzt. Fünününününü. Regnet schon draußen? Nee, es regnet noch nicht draußen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. 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 Und yay. Los geht's. In einem fernen Land voller Magie und dunkler Geheimnisse. Ja, wer steht denn da? Hallo? Sind Sie ein Priester? Plop. Willkommen zu Hause, mein Prinz. Nach so vielen Jahren seid ihr endlich zurück. Wer seid ihr? Und wo befinde ich mich hier? Verdammter Baldwin. Ihr scheint euer Gedächtnis verloren zu haben, mein Prinz. Vor 5 Jahren wurdet ihr hinterhältig durch den bösen Magier Baldwin eures Thrones beraubt. Er verbannte euch mit einem mächtigen Zauber in die Leere, die Nexus genannt wird. Es ist die Welt der armen Seelen zwischen Leben und Tod. Und ihr habt mich von diesem schrecklichen Ort befreit? Mit der Götterhilfe ist es mir gelungen. Ich bin es, Thaddeus. Thaddeus! Alter Freund. Erkennt ihr mich nicht, mein Prinz? Ihr müsst baldigst eure treuen Gefolgsleute um euch versammeln. Nur ihr seid imstande, Baldwin. Seine bösen Spießgesellen zu besiegen. Ich glaube, meine Erinnerung kehrt zurück. Ich bin Prinz Siegfried. Und wo sind meine treuen Gefolgsleute? Meine tapferen Mannen? Sie mussten sich vor Baldwins Schurken in den Wäldern verbergen. Und überfallen seine mit geraubten Schätzen beladenen Kolonnen. Die treuesten eurer Recken warten auf euch in einem kleinen Waldstück südlich von hier. Dann zeigt mir den kürzesten Weg dorthin.
nicht zu eilig, mein Prinz. Bevor ihr eure Kräfte mit Baldwin messt, müsst ihr erst wieder eure alte Stärke erlangen. Geht bitte ein wenig auf und ab und versucht euch zu erinnern. Mein Prinz, nach 5 langen Jahren in der Lehre dürft ihr nicht ungeduldig sein. Verzeiht mir die respektlosen Worte, aber ihr solltet erst prüfen, ob mit eurem Körper alles in Ordnung ist. Hallo Tutorial. Ja, das hier sind der Prinz Siggi und der Priester, das ist der Taddel, der Thaddäus, ne? Der Thaddäus scheint etwas angetrunken zu sein. Das ist mit eurem Körper auch alles in Ordnung. Yes. Naja, ich soll hin und her laufen. Was? Ich soll den Prinzen selektieren mit der linken Maustaste. Der Thron Plock. Steht uns zu. Ja, der Thron steht uns zu. Und zwar dir, Siggi und mir. Auf die Stelle, wo er sich hinbegeben soll. Ups, falsche Maustaste. Wir werden es vollbringen. Auch dann mit der linken Maustaste. Ja, wir werden das vollbringen. Das schaffen wir. Jo, wir schaffen das. Eure Beine scheinen in bester Ordnung zu sein. Ja. Hier ist alles in bester Ordnung. Wie komme ich am schnellsten zu meinen Gefolgsleuten? Meinen Göttern, nur Geduld, mein Prinz. Ihr solltet nicht ohne Waffen durch die Lande ziehen. Begebt euch rasch zum Waffenlager über die kleine Brücke und rüstet euch mit Schild und Schwert. Und rüstet euch mit Schild und Schwert. Liebend gerne. Dann haben wir endlich was zum Verteidigen. Selbstverständlich. Okay. Also hier über die Karte bewege ich, oder das Bild bewege ich weiter, indem ich einfach mit der Maus über die über den Bildrand hier hinaus schiebe. Das war eine Brücke. Okay. Wenn die das in dem Land als Brücke bezeichnen. Ah, ein Schild. Rundschild 1. Schutz vor Schnittwunden 10. Schutz vor stumpfen Schlagwaffen 10. Pling! Ein wunderschönes Ding. Kurzschwert. Schaden durch Schnittwunden 10. Zing! Och. Ups, da ist er ja. Es ist zwar keine edle Waffe, doch vorerst müsst ihr wohl damit Vorlieb nehmen. Lasst mich sehen, ob ihr das Kriegshandwerk auch nicht verlernt habt. Bitte, versucht die 2 magischen Wölfe zu besiegen. Schlägerei! Wo sind denn Wölfe? Ah, das sind Wölfe. Wie mache ich das? Wir werden es vollbringen. Was? Bitte klickt zunächst auf den Prinzen und dann den ersten Wolf an. Wenn ihr ihn besiegt habt, klickt auf den nächsten Gegner. Okay. Dieses Schwert wirkt für immerwährende Ruhe. Bam! Für immerwährende Ruhe. Kein Gold fallen gelassen. Oh, nix zu... Nicht umsonst üben wir draufhauen. Bam! Bam! Lila Wölfe! Irgendwie voll gay. So. Oh, bei den Göttern, mein Prinz, ihr blutet. Was habe ich angerichtet? Nein! Mir fehlt nichts, Thaddäus. Es ist nur ein lächerlicher Kratzer. Na gut, mein Prinz, das beruhigt mich. Ich bitte euch inständig, ruht euch ein wenig aus. Sobald ihr wieder bei Kräften seid, könnt ihr euch auf die Suche nach euren Gefolgsleuten machen. Aber mir fehlt nichts. Ich bin nicht erschöpft. Warum sollte ich ruhen? Oh Götter, gebt ihm Geduld. Geht endlich schlafen, das wird euch gut tun. Schon gut, schon gut. Ein Nickerchen in Ehren kann niemand verwehren. Ein Nickerchen? Aber Mann, das ist doch gar nicht so viel hier von dem Balken. Obwohl, wenn man mal das betrachtet, wie lang der Balken ist und wie viel davon jetzt fehlt, müsste dem Typen jetzt eigentlich ein Arm fehlen. Es ist nicht nur ein Kratzer. Nun auf das Schlafensymbol. Wo ist denn das Schlafensymbol? Ah, da, Ratzepü. Gute Nacht!
Taste G. Okay, gut zu wissen. Wir haben schon besser geruht. Ja, ja. Verwöhntes Bike. Sehr gut, mein Prinz. Ihr habt euch von den Strapazen erholt. Jetzt könnt ihr euch auf den Weg machen. Sagt an, Thaddäus, wo befinden sich meine getreuen Gefolgsleute? Mein Prinz, bitte folgt dem alten Pfad zum kleinen Wäldchen im Süden. Ihr müsst das Dorf passieren und den Pass zwischen den Hügeln erreichen. Dort findet ihr den treuen Freund eures Vaters, den Ritter Lancelot. Lancelot! Er wird euch helfen. Habt vielen Dank, Thaddäus, mein treuer Freund. Gehabt euch wohl. Gehabt euch wohl. Jo, Abgang, ne? Plopp, weg ist er. Wir verstehen. Wir verstehen. Missionsziel wurde aktualisiert. Wo sehe ich denn das? Ah, da oben blinkt es. Eure Hoheit, Prinz Siegfried muss überleben. Nein, wirklich. Begebt euch auf die Suche nach euren Gefolgsleuten. Nach meinen Gefolgsleuten. Wird gemacht. Ich laufe mal los. Ab durch die Pampa. Quack. 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 Was ist denn, wenn ich... Ah, da klicke. Werde ich einmal ganz kurz speichern. KM1-Rückkehr, bla. Speichern. Speichern? Ganz schnell speichern. Spielstand gespeichert. Nur so sicherheitshalber, ne? Das kennt man ja. Oh oh, ein Schild mit einem Totenkopf. Oh mein Gott! Wölfe. Krepiert ihr Schurken. Krepiert ihr Schurken. Hau drauf. Schneller. 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 Ja, jetzt verpieselt er sich, ne? Kommt der Wolf auch noch wieder? Mein, das sind echt wirklich feige Wölfe sind das. Oh, er prügelt direkt automatisch auf den nächsten ein. Das finde ich aber praktisch. Also wenn der einmal hier in Kampfmodus ist, ne, dann haut der den aber aufs Maul. Das läuft. Ach, das ist eine Ente, die hier lang schwimmt. Ah, hier war doch noch ein. Tatsächlich? Tatsächlich, auf jeden Fall. In Ordnung. Hier ist doch irgendwo. Wo ist denn der dritte Wolf? Der ist ein Wolf-Futsch. Ach, da ist er. Der hat sich versteckt, die feige Sau, die. Da steigen auch immer dann die Geister so auf. Was war das denn? Habe ich jetzt ein neues Level? Ich habe einen blauen Punkt. Yay, ich habe einen blauen Punkt. Ich lege mich mal schlafen. Nacht. Echt praktisch, dass man gerade mal schlafen kann und dann dadurch wieder regeneriert und nicht immer irgendwelches Essen sammeln muss oder so. Oh, was ist das denn? Oh, das sieht aber sehr teleportplatzig aus, ne? So, aber welchen Weg nehmen wir denn? Hier gibt es zwei Wege. Oh Gott. Oh Gott, muss man sich entscheiden. Oder, ach so. Oder ist es ein Heilplatz, wenn das jetzt ein Heilplatz ist und ich habe die ganze Zeit gepennt, ne? Ah. Guten Tag, die Dame. Sieht aus wie eine Hexe. Ich grüße euch, Jüngling. Ihr seid wohl fremd in dieser Gegend? Nun, wie man es nimmt. Sagen wir, ich bin erst vor kurzem hier angekommen. Ich sehe euch an, dass ihr ein Krieger seid. Ihr müsst mehrmals im Kampf verletzt worden sein. Ich will euch einen guten Rat geben, wenn ihr euch unweit solch einer Stelle wie dieser aufhaltet und euch im Innern des Steinkreises zur Ruhe bettet, werden eure Wunden das war klar. viel schneller geheilt. Das war so klar. Und übrigens, in unseren Wäldern gibt es wundervolle blaue magische Pilze. Sie sind sehr selten. Wenn ihr verletzt oder ermüdet seid, werdet ihr deren Wirkung sehr zu schätzen wissen. Ich danke euch für diesen guten Rat, weise Frau. Pilze. Das hört sich nicht schlecht an. Okay. Wir sollen dann also die Pilze rauchen? Aber Moment, um dann das leuchtende Feld für die Heilung zu sehen, müssen wir doch erst die Pilze rauchen. Ja, was ist das? Wir sollen Pilze fressen? Heißen wir Mario? Wir sind doch nicht Mario, wir sind doch der Prinz Sigi, sind wir doch. Naja, und sonst gibt's hier nichts, ne? Dann gehe ich mal über die Brücke.
Über sieben Brücken musst du gehen. Wolf. Der greift automatisch an, das finde ich praktisch. Brauche ich nicht so mit der Maus zielen. Na, hut ruf, du Sau. Mach Blatt. Jetzt verprügeln wir die Wölfe ausnahmsweise mal. Im anderen Spiel sind wir ja der Wolf. Teuer bezahlen? Kann man etwas denn teuer bezahlen? Hey, ein blauer Pilz. Können wir den jetzt rauchen? Ich will aber erst den dritten Wolf töten. Hundi, wo bist du? Ach da, hat er schon. Ist ja schön. So, krallen wir uns jetzt mal den Pilz der Heilung und ziehen uns den rein. Wir rauchen blaue Pilze, damit es uns besser geht. Na, was ist das denn für eine Welt? Begebt euch südliche Richtung.